Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wie ihr auf Instagram vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich ja hier am Renovieren, deshalb auch das neue Setting. Und ich habe mir neue Bücherregale gekauft. Ich habe mir 3 große Billigregale geholt, die sollen quasi hier aufgebaut werden. Das wird auch morgen passieren, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, stehen sie vermutlich schon. Und ja, ich habe jetzt gerade heute Morgen mein altes Bücherregal ausgeräumt, ausgewaschen, alle Bücher irgendwo in der Wohnung verteilt, bis das Regal dann eben morgen aufgebaut wird. Müssen sie halt leider Gottes eine Nacht auf dem Boden verbringen. Puh, mein Herz blutet. Ich weiß, eures auch. Aber es ist für einen guten Zweck. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, wenn ich sowieso schon alle meine Bücher aus dem Regal holen muss, bietet es sich doch an, für Instagram ein Foto von meiner Wall of Shame zu machen, quasi von meinem Sub. Und da ihr mir schon so oft Fragen gestellt habt, wie hoch ist dein Sub und welche Bücher sind drauf und welche möchtest du als nächstes lesen und, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt ein Video und zeige euch meinen Sub. Ich kann schon mal vorweg sagen, ich sehe ja hier die ganzen Stapel, die hier um mich rumliegen. Das sind viele Bücher. Deshalb wird das Video wahrscheinlich extrem lang. Da ich euch jetzt aber nicht eine Stunde lang zulabern will am Stück, dachte ich mir, unterteile ich meine Subbücher in 3 Kategorien. Das wären jetzt einmal die Hardcover, damit fangen wir heute auch an. Und dann habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5 Stapel mit Taschenbüchern, die ich nochmal gesplittet habe in Fantasy und New Adult Romance, die Richtung. Vielleicht auch ein bisschen Thriller-Elemente und ja, das lässt sich nicht immer alles so wunderbar trennen. Also entweder Fantasy oder nicht Fantasy, das ist wahrscheinlich am logischsten. Ich würde auch sagen, wir fangen direkt an. Es sind nämlich einige Hardcover und ja. Das Video könnte etwas länger werden. Es tut mir leid, aber ihr fragt, ich mache. Sie wünschen, wir spielen, wie meine Freundin immer sagen würde. Ja, gut. Ich würde sagen, wir legen los mit gleich 3 Büchern auf einmal. Es sind nämlich eine Reihe. Und zwar passend zu meinem T-Shirt. Man sieht es gar nicht. Ich muss es mal hochstellen. Da-da-da-da. Ich sitze zu nah an der Kamera, deshalb sieht man mein T-Shirt ganz oft nicht. Ja. Gilmore Girls. Einmal wie die Mutter, so die Tochter. Das ist, glaube ich, der erste Band. Dann Gilmore Girls Hochzeitspläne und Gilmore Girls, was ist Liebe? Ich habe die Bücher schon gefühlt seit Jahrzehnten hier im Regal stehen. Ich habe sie auch irgendwann mal gelesen, vermutlich als sie rauskamen, schätzungsweise. Oder halt in dem Dreh. Und da ich gerade, wann war es denn, vor einem halben Jahr nochmal einen Gilmore Girls Marathon gemacht habe und Gilmore Girls eine meiner allerliebsten Serien ist, konnte ich es nicht übers Herz bringen, die wegzuwerfen. Und ich habe gerade letztens noch mit jemandem aus der Community drüber gesprochen bei Instagram, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, dass sie die Bücher auch hat. Und falls du das Video siehst, ich könnte jetzt nochmal meine ganzen Nachrichten durchgehen, aber wenn du das Video siehst, dann melde dich bitte nochmal, dann können wir den Buddy Read auch gerne zusammen angehen. Eigentlich sind die Bücher 1:1 die Serie, aber ja, irgendwie ist es trotzdem nochmal schöner, was zu lesen, weil man da irgendwie mehr davon hat, als die Serie zu gucken. Und noch eine kleine persönliche Werbung für mich und meinen Job. Ich habe vorgestern die Dezember-Buchbox von meinem Shop online gestellt, die da heißt I Smell Snow, ho ho ho. Die Gilmore Girls Fans unter euch wissen, was damit gemeint ist. Sprich, die Box ist zu den Fandoms Gilmore Girls und zu dem Fandom Weihnachten gebaut. Schaut gerne mal im Shop vorbei, wenn es euch interessiert. Also, kurzer Fun Fact: In meinen Boxen ist immer mindestens ein Armband, ein Schlüsselanhänger passend zu den Fandoms und dann noch
drei, vier, fünf, je nachdem, andere Goodies. Und eins davon ist immer von einem anderen Shop beigesteuert. Das Wort hat mir gefehlt. So, Werbung Ende. Weiter geht's. Ein weiteres Buch, das ganz, ganz lange schon hier auf meinem Sub rumliegt, ist Die fließende Königin von Kai Meier. Und meine Freundin Lou legt es mir schon seit, ich weiß gar nicht, gefühlt seit wir uns kennen, ans Herz. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, es zu lesen. Ich habe es mir dann irgendwann mal bei Rebuy geholt und wollte es dann auch lesen. Ich war hochmotiviert, aber ja, irgendwie habe ich es dann doch nicht gelesen. Ich werde euch jetzt mal den Klapptext vorlesen. Ich werde euch bei allen Büchern, bei denen ich nicht genau weiß, um was es geht, einfach den Klappentext vorlesen. Ich gebe Gas, werde auch dann nicht mehr groß viel dazu sagen, aber ich stelle euch die Bücher einfach über den Klappentext jetzt einfach mal alle vor. So, Die fließende Königin. Merles Welt ist voller Magie. Gefangene Meerjungfrauen ziehen Gondeln durch die Kanäle, lebendige Steinlöwen prägen das Straßenbild und Höllenmächte treiben ihr Unwesen. Jedermann in Venedig flüstert von der fließenden Königin, einem geheimnisvollen Wasserwesen, das als einzige in der Lage ist, die Stadt vor den Streitkräften des mächtigen Pharaonenreichs zu beschützen. Als die Mächte des Bösen das fantastische Wesen in ihre Gewalt bringen, entbrennt im Labyrinth der dunklen Gassen und Kanäle eine abenteuerliche Jagd. Das junge Waisenmädchen Merle und ihr Freund Seraphin nehmen den Kampf gegen die dunklen Mächte auf, um die fließende Königin zu retten. Also sehr, 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 sehr viele Fantasy-Elemente, wie wir es auch von Kai Meier gewöhnt sind. Ich setze es jetzt einfach mal auf meine 12 für 22 Liste. Jeden Monat nehme ich mir ein Buch vor und ich versuche, dass ich 2022 das Buch endlich gelesen kriege. Drückt mir die Daumen. Wenn wir gerade bei Jugendbüchern sind, können wir auch gleich weitermachen, nämlich mit drei weiteren. Die ersten drei Bände von Percy Jackson. Ich glaube, der erste ist Dieb im Olymp. Nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, es ist der erste. Ich habe die Reihe irgendwie in meiner Jugend komplett verpennt. Habe dementsprechend dann auch die Filme nicht gesehen, weil ich mir dachte, nee, du willst erst die Bücher lesen. Habe sie mir dann auch irgendwann auf Rebuy mal gekauft, die ersten drei Bände zumindest. Weil ich dachte, komm, mehr als drei stellst du jetzt nicht ins Regal. Wer weiß, ob es dir gefällt, auch wenn ich davon ausgehe, dass es mir gefällt. Aber ja, ich glaube, das ist der erste. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob das wirklich der erste ist. Ich lese euch auf jeden Fall jetzt mal den Klappentext vor. Vielleicht erläutert sich daraus auch schon, dass es der erste ist. Einen Moment. Percy versteht die Welt nicht mehr. Jedes Jahr fliegt er von einer anderen Schule. Ständig passieren ihm seltsame Unfälle. Und jetzt soll er auch noch an dem Tornado schuld sein? Langsam wird ihm klar, irgendjemand hat es auf ihn abgesehen. Als Percy sich mit Hilfe seines Freundes Grover vor einem Minotaurus ins Camp Half-Blood rettet, erfährt er die Wahrheit. Sein Vater ist der Meeresgott Poseidon, Percy also ein Halbgott. Und er hat einen mächtigen Feind, Kronos, den Titanen. Die Götter stehen Kopf und Percy und seine Freunde vor einem unglaublichen Abenteuer. Ja, es klingt so, als wäre das der erste Band. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf, das zu lesen. Ich kann jetzt nicht bei jedem Buch sagen, ich nehme es mir vor für 2022, aber ich werde es nicht auf meine Liste schreiben, aber ich werde es mir trotzdem irgendwo vielleicht vornehmen, weil es mich wirklich mal interessiert, wie die Geschichte um Percy verläuft. Ja, weil es einfach eine Geschichte ist, die so viele Leute kennen und so viele Leute lieben. Dann machen wir weiter mit einem Buch, das ich zusammen mit der lieben Nenia von Nenias Wonderland gekauft habe und auch mit ihr lesen werde. Vermutlich sogar noch dieses Jahr. Wir waren nämlich zusammen bei Thalia in Saarbrücken und ich bin die ganze Zeit schon so um das Buch rumgeschlichen. Ach, ich muss gucken, dass es nicht so spiegelt. Rumgeschlichen und sagte, ach, ob sie es kaufen soll. Ich weiß nicht, ob ich Lust auf Vampirgeschichte habe. Tralala. Und dann sagte sie den Satz, den man zu einem Bücherwurm, einem Bookstagrammer, einem Booktuber und lesebegeisterten Menschen niemals sagen darf. Es gibt nur noch zwei mit rotem Buchschnitt. Und dann sind bei mir mal wieder alle Synapsen durchgebrannt und ich musste das Buch kaufen. So, Ende des Liedes. Ich habe es jetzt hier liegen. Wir lesen aktuell noch zusammen den fünften Band der Reich der Sieben Höfe-Reihe in einem Buddy-Read.
Und wenn der beendet ist, so ungefähr in 6 Tagen, dann fangen wir an mit diesem Baby. Japp, japp, japp. Da freue ich mich auch schon arg drauf. Ja, ich lese euch schnell den Klappentext vor, dann wissen wir auch mal, um was es geht. Grace verschlägt es nach dem Tod ihrer Eltern ausgerechnet in die Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel ein mysteriöses Internat leitet, die Katmere Academy. Und die Schüler sind nicht weniger rätselhaft. Allen voran Jackson Vega, zu dem Grace sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt. Trotz aller Warnungen, dass sie in seiner Nähe nicht sicher ist. Denn Jackson hat ein gefährliches Geheimnis und Grace muss sich fragen, ob sie wirklich zufällig in Alaska ist oder ob sie jemand hergebracht hat als Köder. Ja, das wäre Grave von Tracy Wolf. Dann habe ich hier noch ein Buch, das ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen habe, beziehungsweise im neuen Jahr dann bekommen habe, von meiner Lieblings-Jana, von meiner Schwester im Geiste, die morgen auch hierher kommen wird, mir ihren Mann ausleiht, damit er meinen Kleiderschrank abbaut. Danke. Und meine Bücherregale aufbaut. Danke. Es ist halt schwer, wenn du ein Frauenhaushalt bist, dann solche Arbeiten mit gleichzeitiger Kindbespaßung unter einen Hut zu bringen. Allein ist nicht immer so einfach. Ja. Auf jeden Fall spreche ich von einem Mara-Wolf-Klassiker tausendmal schon. Jana ist ja der riesigste, gibt's das Wort? Der größte, riesigste, größte, größte Mara-Wolf-Fan, den ich kenne. Und ich glaube, sie hat spätestens jetzt nach Weihnachten alle Bücher zusammen, signiert sogar alle. Ja, und das hier hatte sie mir zu Weihnachten geschenkt, damit ich es lese. Sorry, ich habe es immer noch nicht geschafft, aber du weißt selbst, wir haben jeden Monat einen Buddy Read, mindestens, wenn nicht sogar 2. Und irgendwie komme ich nicht dazu, dann Bücher zu lesen, die du schon kennst. Egal. You know what I mean. Ich lese euch jetzt den Klappentext vor und dann reden wir weiter. Ewig ist nicht genug. Dein wievieltes Leben ist das, fragte ich mit belegter Stimme. Das 1000. flüstert er. Das hier ist dein letztes? Du hast schon 1000-mal gelebt? Ja, sagt er noch leise. Danach ist es vorbei. Es gibt 3 Dinge, die die 18-jährige Sascha sich fest vorgenommen hat. Sie wird in diesem Leben ihre Bestimmung nicht annehmen. Sie wird niemanden wegen ihrer Gabe in Gefahr bringen und ihre Seelenmagie tief in sich verschließen. Auf der sturmumtosten Atlantikinsel Alderney, ließen sich diese Vorhaben in die Tat umsetzen. Aber dann taucht eines Nachts Cedric the Grey auf. Erst rettet er sie von dem Ertrinken und dann vor einem Seelenjäger, der es auf Saschas kostbare Seele abgesehen hat. Doch diese übt auch auf Cedric einen unwiderstehlichen Reiz aus, denn mit nur einem Splitter davon könnte er ewig leben. Und mit einem wunderschönen Buchschnitt. Ich weiß gar nicht, ob der normal ist oder ob das jetzt so eine Sonderausgabe ist. I don't know. Werde ich sie morgen mal fragen. Das habe ich die ganze Zeit nämlich noch nicht getan. Wenn wir gerade dabei sind, kommen wir zu einem Buch, das ich auch mit einer Freundin von mir verknüpfe. Stolen. Das ist nämlich die gleiche Freundin, die mir die Fließende Königin ans Herz gelegt hat. Die hatte mir damals den ersten Band von Stolen, auch mit diesem wunderschönen Buchschnitt, der ist aber türkis, der erste Band, zu Geburtstag geschenkt. Und ja, ich habe mir dann natürlich, als der zweite Band rauskam, ihn direkt gekauft, damit ich halt den zweiten Band auch mit diesem Buchschnitt habe. Man ist ja gar nicht zwanghaft oder so. Ich habe das Gefühl, da ist was drin. Oh ja, ist tatsächlich noch was drin. Die besten Bücher für dich. Wow, immer wenn man Werbung findet. Ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, um was es ging. Ich weiß nur, dass es auch wieder ein Mädchen ist, das auf eine Schule kommt und 2 Brüder kennenlernt. Also so ein bisschen Vampire Diaries mäßig abgekupfert. Und die Brüder könnten auch nicht unterschiedlicher sein. Der eine nett, der andere arschig. Also wieder so Good Guy, Bad Guy Geschichte. Und sie muss sich entscheiden, irgendwann im Laufe der 3 Bücher, wen sie denn lieber hat. Und es geht irgendwie um Seelenfäden, das weiß ich noch. Also die Brüder haben so eine Gabe, die können die Seelenfäden eines Menschen extrahieren.
Und jeder Mensch hat verschiedene Farben. Rot steht, glaube ich, für Liebe, Schwarz für Hass und so weiter und so weiter. Und die können die denen entziehen. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, um was es ging. Super schlau, ein Video zu machen, wenn man nicht genau weiß, um was es geht. Aber ja, ich kann euch nur so viel sagen, dass die Geschichte in Band 1 richtig süß war. Jetzt kein Fantasy-Highlight, aber eine süße Fantasy-Geschichte für Einsteiger, die mit Fantasy noch nicht so viel am Hut hatten. Dafür kann ich euch auf jeden Fall Stolen empfehlen. Es ist mittlerweile auch der dritte Band raus. Ich habe ihn aber noch nicht hier liegen, weil ich, wie gesagt, den zweiten noch nicht mal gelesen habe. Aber ich werde ihn mir, denke ich, auch in zeitnah, ich sag mal zeitnah, kaufen, damit ich einfach noch den Buchschnitt auch vom dritten Band habe. Machen wir weiter mit einem Buch, das auch letzte Woche erst bei mir eingezogen ist. Und sorry, falls ihr die Kirchturmglocken hört, es ist 12 Uhr. Ich spreche auf jeden Fall von Ein Fluch so ewig und kalt von Bridget Cameron. Das Buch habe ich mir gekauft, als ich mit Ninja und Jana in Saarbrücken war, auch wieder bei Thalia. Wir haben die Mittagspause zusammen verbracht und sind dann noch eine Runde durchs Thalia gelatscht. Und ich sagte noch, ich muss das Buch kaufen. Es spiegelt schon wieder. Es ist noch komplett eingepackt, also ich habe es noch nicht ausgeräumt, weil ich dachte, ich bin eh am Renovieren. Dann kommt auch nichts dran. Auf jeden Fall habe ich mir das Buch eigentlich gekauft, weil ich mir die Chest of Fandoms Beautiful Monsters gekauft habe, die eigentlich am 29.10. verschickt werden sollte, aber bis heute immer noch nicht verschickt ist. Sie ist noch nicht mal nicht da, sie ist noch nicht mal verschickt. Aktuell sind, glaube ich, die Bücher, ich habe es ohne Buch bestellt, aber trotzdem muss ich warten, die Bücher zum Signieren bei der Autorin. Und wenn die dann zurückkommen, werden die erstmal in die Boxen gepackt. Also wahrscheinlich kriege ich es nächstes Jahr. Also momentan bin ich echt ein bisschen angepisst, was Just the Fandoms angeht. Ja. Auf jeden Fall, warum ich euch das von Just the Fandoms erzähle, gibt es dort diverse Artikel in der Box, die auch Ein Fluch so ewig und kalt beinhalten. Und ich hatte es mit T-Shirt bestellt und das T-Shirt ist auch zum Fandom des Buches. Und damit ich das T-Shirt oder die Illustrationen oder die Artikel einfach verstehe, dachte ich mir, kauf das Buch, lies das Buch und dann bist du ein bisschen schlauer. Ne? Das ist auf jeden Fall der erste Band einer Trilogie. Und ich lese euch jetzt vor, um was es geht. Band 1 der magischen Bestsellerserie. Ren, der junge Herrscher von Amberfall, ist reich, schön und einem furchtbaren Fluch unterworfen. Nur ein Mädchen, das ihn aufrichtig liebt, kann ihn erlösen, sonst muss es sterben. Dann fällt Rens Wahl ausgerechnet auf Harper, die in den dunkelsten Ecken Washingtons zu Hause ist und auf keinen Märchenprinzen gewartet hat. Ren lässt sie in sein Schloss entführen, von dem Harper sofort zu fliehen versucht. Nach großer Liebe sieht das nicht aus, bis Harper den wahren Ren erkennt und sein tödliches Geheimnis erfährt. Doch ist sie stark genug, ihn zu erlösen. Genug zu erlösen, ja. Ein Fluch so ewig und kalt. Ich bin gespannt. Ich möchte es mir auch eigentlich spätestens im Dezember noch auf die To-Read-Liste setzen. Vielleicht schaffe ich es sogar noch im November. Aber ich will es auf jeden Fall dieses Jahr noch lesen. Jetzt musste ich doch kurz unterbrechen, weil der Briefträger geklingelt hat, beziehungsweise der DHL-Mann, und einfach noch drei Pakete gebracht hat. Ja, eins davon ist sogar ein Buch. Dum, 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 dum. Aber die Rezi-Exemplare kann ich nicht beeinflussen, wann die kommen. Mea culpa. Bin mir keiner Schuld bewusst. So, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und das ist Onyx. Beziehungsweise Obsidian. Ich glaube, Obsidian ist das erste der Reihe. Die hatte ich mir damals auch bei Rebuy gekauft und weil ich unbedingt die Hardcover wollte, weil ich sie wunderschön finde. Und die Reihe wurde mir gerade letztens nochmal ans Herz gelegt, die endlich von meinem Sub zu befreien, von der lieben Ivy. Die hat sie nämlich gelesen. Und ja, eigentlich will ich es auch schon die ganze Zeit lesen. Also das sind wirklich auch so Bücher, die schon mindestens ungelogen jetzt 3 Jahre auf meinem Sub liegen.
Ich glaube, die habe ich tatsächlich gekauft, als ich mit BookTube damals angefangen hatte, 2018. Ich habe dann eine Pause gemacht aus privaten Gründen und ja, seitdem habe ich die Bücher nicht mehr angerührt. Schade eigentlich, sind nämlich wunderschön. Und ich finde, die sehen auch von innen so wunderschön aus. Guckt ihr euch das mal an, ob ihr das erkennen könnt. Hier sind so mit Flecken marmoriert. Das andere ist noch schöner. Das ist, glaube ich, rosa. Das sieht von innen. Oder guck mal, wie toll das zu meiner Wand passt. Da fällt mir irgendwas ein, bestimmt. Ja, das. Ich erkenne mal jetzt nicht so gut, aber es ist rosa und so gesprenkelt. Wunderschön. Eigentlich müsste ich die Reihe ja quasi dann hier an die Wand hämmern. Die Ivy hat nämlich auch so wunderschöne Schweberegale. Muss ich mir mal angucken, wie das funktioniert. Das sieht aus, als ob die Bücher quasi so an der Wand schweben würden. Und die Reihe, sind wir mal ehrlich, wie wunderschön würde die denn bitte zu meiner Couch und zu meiner Wand passen? Warte, stellt's euch mal bildlich vor. Das an der Wand. Die Wand nebendran ist nämlich weiß. Also ich kann mich auch mal kurz drehen. Das an der Wand. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. So, jetzt muss ich noch mal mittig ausrichten. So. Jetzt bin ich wieder von A-Backen auf Kuchenbacken gekommen. Ich lese euch jetzt vor, um was es überhaupt in der Reihe geht, damit ihr das, wofür ihr da seid. Nein, ihr seid immer noch nicht mittig. So. Wird schon irgendwie stimmen. So, ich lese euch auf jeden Fall jetzt den Klappentext vor, um was es in der Reihe geht. Als die 17-jährige Katie Swartz vom sonnigen Florida ins graue West Virginia ziehen muss, ist sie alles andere als begeistert. In ihrem winzigen neuen Wohnort kommt sie in den ersten Tagen nicht einmal ins Internet, was für eine leidenschaftliche Buchbloggerin eine Katastrophe ist. Ich mag es jetzt schon. Nur mit Mühe lässt sie sich dazu überreden, bei ihren Nachbarn zu klingeln, um neue Freunde zu finden und lernt so den atemberaubend gut aussehenden, aber bodenlos unfreundlichen Damon Black kennen. Was Katie jedoch nicht weiß, ist, dass genau der Junge, dem sie von nun an am meisten aus dem Weg zu gehen versucht, ihr Schicksal bereits verändert hat. Sie ist Buchbloggerin. Warum sagt mir das denn keiner? Also, es ist gerade entschieden worden, dass ich dieses Buch spätestens 2022 lesen werde. Ich setze einfach den ersten Band auf meine 12 für 22 Liste. Also, da sind wir jetzt schon bei zwei Büchern von meinem Sub. Ich mache das nämlich immer so, dass ich sechs hole, die erst in dem Jahr erscheinen, und sechs Stück, die quasi auf meinem Sub sind, damit ich auch so ein bisschen Subabbau betreiben kann. Dieses Jahr habe ich 21 für 21 gemacht und ja, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich glaube, ich werde es wirklich nicht schaffen. Und 21 sind halt schon viel, die so quasi vorbestimmt sind, die du lesen musst. Deshalb habe ich jetzt gesagt, ich mache jetzt einfach nächstes Jahr für jeden Monat ein Buch. Ja, so. Als nächstes kommt noch eine Reihe, die ist aber schwer. Da habe ich auch erst die ersten beiden Bände. Ich weiß gar nicht, ob noch ein dritter. Kommt da noch ein dritter? Ich weiß es nicht. Ich rede auf jeden Fall von Lady Midnight und Lord of Shadows von Cassandra Clare. So sehen die zusammen aus. Wunder, wunderschön. Ich lege jetzt mal eins weg, weil die echt verdammt schwer sind. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich ein riesen Cassandra Clare-Fan bin und die ganze Shadowhunter-Reihe maximal absuchte. Ich habe ja gerade erst die Chroniken der Schattenjäger-Reihe gelesen nochmal oder neu gelesen und bin gerade dabei, nochmal die Chroniken der Unterwelt, ich muss immer überlegen, wie sie heißen, zu lesen. Da haben wir jetzt die ersten beiden Bände und ab dem dritten steigt Diana wieder mit ein. Also sprich wahrscheinlich im Dezember. Und wir wollen nämlich unseren Shadowhunter-Marathon weitermachen. Wir haben, wie gesagt, die ersten drei, also wie heißt Clockwork Angel, Clockwork Prince und Clockwork Princess, oder die anderen beiden weiß ich nicht mehr, wie rum sie kommen, zusammengelesen. Sie hatte
City of Bones und City of Ashes von den Schattenjägern schon vorher gelesen. Deshalb habe ich das jetzt nachgeholt und im Dezember steigen wir dann halt bei City of Glass nochmal zusammen ein. Ja, und dann gibt es ja mittlerweile so viele Bände drumherum um diese beiden Hauptgeschichten, nenne ich es jetzt mal. Einer davon ist halt dieser hier, Die dunklen Mächte. Und da geht es nämlich um Emma Carstairs, die quasi eine Nachfahrin von Cem Carstairs ist. Und wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass Cem mein absoluter Traummann ist in der Welt der Schattenjäger. Der stellt sogar Chase in den Schatten. Und das soll bei mir auch schon mal was heißen. Ich möchte es nur kurz erwähnen. Ja. Auf jeden Fall geht es hier um Emma Carstairs. Und ich lese es euch einfach wieder vor. Ich habe es nämlich noch nicht gelesen. Und ich weiß zwar, um was es geht, aber der Klappentext fasst es doch besser zusammen als Moor. Niemals wird sie den Tag vergessen, an dem ihre Eltern starben. Oh, nicht schon wieder. Die 17-jährige Emma Carstairs war damals noch ein Kind und es herrschte ein furchtbarer Krieg, in dem die Schattenjäger, Erzfeinde der Dämonen, fast völlig ausgelöscht wurden. Doch Emma ist überzeugt, dass ihre Eltern nicht Opfer dieses Krieges sind, sondern aus einem anderen Grund ermordet wurden. Inzwischen hat Emma Zuflucht im Institut der Schattenjäger in L.A. gefunden. Dort erschüttert eine mysteriöse Mordserie die Unterwelt. Als Emma einen Zusammenhang zum Tod ihrer Eltern entdeckt, geht sie dieser Spur nach, auch wenn sie damit den zerbrechlichen Frieden gefährdet, der einen weiteren dunklen Krieg verhindern soll und ihren Seelenverwandten Julian in große Gefahr bringt. Julian ist übrigens Julian Blackthorne. Wer die Reihe kennt, weiß, von wem ich spreche. Ja, genau, das ist der zweite Band. Da geht es dann nämlich genau in der Geschichte weiter. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Oh Gott, was bin ich für ein schlechter Shadowhunter-Fan. Ich glaube, es kommt noch ein dritter. Oder es ist schon drüber draußen. Oder es kommt kein... Oh, ich weiß nicht. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Weil bis ich das Video geschnitten habe, habe ich wieder vergessen, dass ich danach googeln wollte. Ich kenne mich. Ja. So, dann haben wir jetzt noch drei Bücher, die ich euch zeigen will als Hardcover. Und ich versuche mich zu beeilen, damit das Video echt nicht so lang wird. So. Nummer eins ist Die Fabelmacht-Chroniken von Katrin Lange, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Autorin oder eine amerikanische, englische Autorin ist. Das Buch liegt auch schon bestimmt seit 2018 gefühlt auf meinem Sub. Ich guck mal, ob es da mal steht. Wann das rauskam. Ich glaube, es liegt schon so lange. Ja, kam 2017 raus, ja. Dann liegt es auf jeden Fall schon seit 2018 oder 19 spätestens auf meinem Sub. Ich weiß auch nicht, warum ich es gekauft habe. Wahrscheinlich, wie ich mich kenne, war es ein Coverkauf. Ich habe auch absolut keine Ahnung, um was es in dem Buch geht. Also für mich ist der Klappentext, den ich euch gleich zeige, auch absolutes gefühlt Neuland. In 3 Jahren löscht man doch sehr viel aus seinem Gedächtnis. Schon seit langem existiert sie in den Gassen und Straßen von Paris. Die Fabelmacht. Eine seit Generationen sorgsam gehütete Gabe. Ach, schon wieder Gabe. Seht ihr. Jeder, der sie besitzt, kann die Wirklichkeit umschreiben. Doch davon ahnt Mila nichts, als sie nach einem Streit mit ihrer Mutter nach Paris flüchtet. Bis sie auf den geheimnisvollen Nicolas trifft, der die Gabe wie kein anderer beherrscht. Das ist schwer. Und obwohl Mila ihn noch nie gesehen hat, kennt sie sein Innerstes. Denn sie schreibt schon über ihn, solange sie denken kann. Als Nicolas Familie beginnt, Jagd auf die beiden zu machen, erfährt sie, dass auch er über sie geschrieben hat, mit gefährlichen Folgen. Ein Kampf der Geschichten um Liebe und Tod. Entbrennt. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich habe keine Ahnung, warum ich es nicht gelesen habe. Vielleicht war ich gerade wieder in meiner kein Bock auf Fantasy-Phase. Ich tendiere dazu. So. Vorletztes Buch bzw. Reihe ist Ring aus Feuer, auch wieder von Mara Wolf. Da habe ich gemeinsam mit Ivi, Ninja, Ina, Lu und Jana, ich glaube, es waren fast alle meine Saarland-Buchblogger-Buddies, den ersten Band gelesen. Schlag mich tot, ich weiß nicht mehr genau, wer dabei war. Also, ich glaube, es waren fast alle Saarländer. Ja, eigentlich dürfte der Band auch gar nicht mehr auf unserem Sub existieren.
Aber wir wollten unbedingt zuerst den fünften Band der Reich der Sieben Höfe-Reihe lesen, bevor wir den hier lesen. Okay, der kommt auch noch vor Grave. Der kommt noch vor Grave. Sorry, Ninja. Aber du liest ja hier auch mit, ne? Es ist so schwer, immer alle Buddy Reads unter einen Hut zu kriegen, damit jeder irgendwie nicht zu kurz kommt. Und mit der Nella von Märchenhaft, das mache ich nächste Woche auch noch einen. Das Buch zeige ich euch aber bei den Fantasy-Taschenbüchern. Ja, auf jeden Fall geht es hier um, wie heißt sie nochmal? Es tut mir leid. Sie hat so einen ganz, ganz verrückten Namen, den man sich nicht merken kann. Nefertari. Ich habe, glaube ich, immer Neferati gelesen. So, das musste ich euch jetzt raussuchen, sonst wäre mein innerer Monk Amok gelaufen, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, wie die Protagonistin heißt. Ich sage jetzt einfach nur Tari. Ja, sie ist nämlich Schatzjägerin und wird von den Engeln beauftragt, das Zepter aus Licht zu finden. Das war nämlich Band 1. Und ja, es wird eine riesen Clique auf einmal mit Engeln, mit Schatzjägern, mit griechischen, römischen oder ägyptischen Göttern. Ägyptischen. Ja, es sind ägyptische Götter. Ich bringe hier wieder alles durcheinander. Götter sind nicht gleich Götter, ich weiß. Auf jeden Fall wird in Band 1 quasi Tari darauf angesetzt, dieses Zepter zu finden, und als Gegenleistung rettet Ezreal ihren todkranken Bruder. Er verschweigt ihr allerdings, dass er das eigentlich gar nicht kann. Und ja, Spoiler-Alarm, am Ende des Buches stirbt ihr Bruder und Tari ist absolut angepisst. Und mit diesem, ich bin total angepisst und kann dich nicht mehr ausstehen, Ezreal, wo ich dich eigentlich gut finde, geht es jetzt hier in der Ring aus Feuer weiter. Zweiter Teil der Atlantis-Chroniken. Last but not least, eine komplette Reihe, die noch hier bei mir rumsteht, ist die Ashes-Reihe. Und ich glaube, ich habe keinen Plan, welches davon der erste Band ist. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, brennendes Herz, weil es ganz vorne gestanden hat. Wie weit würdest du gehen, um deine Liebe zu retten? I don't know. Auf jeden Fall besteht die Reihe aus brennendes Herz, ruhelose Seelen, pechschwarzer Mond und tödliche Schatten. Ein vierteiliges Fantasy-Epos, wie meine Freundin Lou es sagen würde. Und ich weiß noch, dass ich die Bücher günstig bei Facebook geschossen habe, bei einem privaten Mädchen. Die hat sie verkauft, ich habe sie gekauft. Ich glaube, für zusammen mit Versand sogar dabei 25 Euro. Ich glaube, ich habe pro Buch 5 Euro bezahlt und dann halt nochmal Versand. Und dann habe ich im Nachhinein mitbekommen, dass der zweite Band der Reihe, I don't know welcher es ist, Spoiler-Alarm, irgendwie vergriffen wäre, nicht mehr gedruckt wird. Irgendwas ist mit dem, auf jeden Fall wird der im Internet gehandelt wie Goldbarren gefühlt. Also quasi wie der zweite und der dritte Band, der erste und der zweite Band der Schattenjäger-Chroniken, die nicht mehr in der Form gedruckt werden. Apropos, falls jemand den zweiten Band der Schattenjäger-Chroniken hat, den blauen, im Taschenbuch, bitte einmal hier melden. Hier wäre ein Käufer. Ich habe nämlich Band 1 und Band 3 und der zweite fehlt mir und der wird halt so nicht mehr gedruckt. Es ist sehr bitter. Es ist sehr, sehr bitter. Auf jeden Fall kann ich euch auch gar nicht sagen, viel mehr als, wie weit würdest du gehen, um deine Liebe zu retten? Sagt mir hier, der klappt nichts. Aha, hier vorne ist noch einer. Ich lese vor, einen Moment. Alex befindet sich auf einer Wanderung in den Bergen, als plötzlich die Natur um sie herum verrückt spielt und eine Druckwelle sie zu Boden wirft. Was war das? Alex hat keine Ahnung, aber sehr schnell wird klar, dass die Welt, die sie kannte, nicht mehr existiert. Das Einzige, worauf sie noch zählen kann, ist ihre Liebe zu Tom. Gemeinsam versuchen die beiden, sich durchzuschlagen. Doch dann wird Tom verwundet und Alex
muss ihn schweren Herzens zurücklassen, um sein Leben zu retten. Als sie mit Hilfe zurückkehrt, ist er verschwunden. Eine packende Suche beginnt, eine Suche nach Antworten, sich selbst und nach der einen ganz großen Liebe. Denn Alex weiß, Tom lebt und sie wird ihn finden. Ja, eine vierteilige Fantasy-Reihe, die ich ungelogen bestimmt jetzt auch schon 2 Jahre hier liegen habe und noch nicht angerührt habe. Aber ja, das waren jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, meine Hardcover-Sub-Bücher. Es waren einige und es sind noch mehr Taschenbücher. Ohne euch zu spoilern, aber ja, da drüben auf dem Tisch liegen da so ein paar und ich werde jetzt kurz die Speicherkarte leer machen und dann drehen wir weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Band 2 und Band 3. Ja. Teil 2 und Teil 3 werden auch demnächst dann auf meinem Kanal erscheinen. Und ob ich das jetzt direkt alle 3 nacheinander mache, weiß ich noch nicht genau. Kann auch sein, dass ich irgendwas dazwischen schiebe. Aber das werdet ihr ja dann sehen, wenn es soweit ist. Ich höre jetzt auf zu labern. Das Video wird echt lang und wir sind noch lange nicht am Ende. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sage ich Tschüss.